Leute, guckt euch mal an, wie groß der Karton ist. Ich schwöre, der ist genauso groß wie ein Studentenwohnheim. Boah, ist das schwer! 85 Kilo! Ich muss jetzt erstmal zur Bank, weil nachdem ich dieses geile Ding bestellt habe, wurde mein Bankkonto gesperrt. Warum? Ich pass auf. Ich hab bloß ein bisschen weiter weg, das war feuchtig. Ah, Katarst, ey. Was hast du getrunken? Wodka und Bier. Häusliche Quarantäne. Alhamdulillah. Ey, der Kapital Bra hat seine Pizza rausgebracht und die kaufe ich mir jetzt, weil dem gönne ich. Nicht wie bei Concrafter, da waren Plastikteile und so drin, da hab ich keinen Bock drauf gehabt. Weil ich mag Shirin David nicht. Oh, was machst du hier, Bruder? Ich mach diese Kapitalpizza. Krass, ja, hau rein, Bruder. Hast du Corona, du Spaß, ciao. Das Krasse ist, die gibt's ja in zwei Sorten. Einmal in Rindersalami, ich meine Rindersalami und einmal in Grillgemüse. Und das Problem ist, ich konnte mich nicht entscheiden, weil bei Rindersalami wusste ich nicht, ob die halal ist, weil ich esse in letzter Zeit immer noch Halal-Fleisch. Okay, ich glaube, sobald es wieder McDonald's-Coupons für Chicken Nuggets gibt, dann bin ich wieder auf Ex-Moslem-Schiene am Start. Guck mal, wie frech der jetzt wieder ist. Und es gibt halt dann diese Sorte Grillgemüse, aber da steht drauf Hanfsoße und ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Der Kapital Brat zwingt mich irgendwie haram zu machen. Muss ich die Pizza jetzt braten oder braten? Eiskalte Pizza auf mittleren Rost legen. 10 bis 12 Minuten backen, dann gib dir Bra. Ja, okay. Ey, die Rückseite der Pizza ist geil. Belelelek. Macht einen auf Crunchy, isst aber innen Baba Soft. Geil, genauso wie ich. Also allein schon für den Witz hat sich die 4 Euro für die Packung gelohnt. Also heiß war die gar nicht. Ich hab grad nur so getan, damit ihr denkt, so ein bisschen Action und so. Ich probier jetzt mal. Schmeckt nach Ziegenfuß mit Kartoffelbrei, Spinat und Goldfischfleisch. Und der Boden gefällt mir richtig. Diese Hanfsoße. Dopes Zeug, Bruder. Oh yeah. Ist lecker. Mir schmeckt aber auch alles, wie man sieht. Außer Schweinefleisch. Wie jetzt so. Du bist in meinen Augen sowieso kein Muslim. Warum machst du eigentlich, wenn du schläfst, mehr Klicks als Rapper, wenn die sich keine kaufen? Du hast einen Vogel getötet. Ich hoffe wenigstens, dass du ihn halal geschächtet hast. Ich muss jetzt zu meiner Mutter was in so einem Laden reklamieren. Auf jeden Fall hat meine Mutter mal richtig Angst, wenn die was zurückbringen muss im Laden, weil die nicht lesen und schreiben kann. Dann sagt die mal, ey, ich kann nicht schreiben, am Ende geben wir nicht Geld wieder, so 3 Euro, 5 Euro. Ich habe irgendwie Bock für meine Mutter, so eine Atemschutzmaske zu machen. Fadenlauf ist in die Richtung, das heißt, in die Richtung muss ich auch schneiden. Ich messe einmal hier dran, wie groß das ist. Mir kriegt ne kein Corona. Meine Mutter will, dass ich genau diese Kartons da entsorge. Mach ich auch, Mama. Hab Mama versprochen, die Kartons zu entsorgen. Mama hat mir beigebracht, immer die Kartons so klein zu machen, bevor man den Container reinwirft, damit die mehr Platz haben. Dieser Mundschutz macht mich geil. Das fühlt sich so an, als würde ich am Schlüpfer einer 50-Jährigen riechen. Fühle ich nicht, Digga. Fühle ich zu 100%. Mit dem Karton habe ich noch was ganz Besonderes vor. ABC, ich bin schon Mario-Kostüm höher, Bruder. Einmal bewegt, direkt Hunger bekommen. Ja, ich hätte gerne einmal Sushi mit Corona zum Mitnehmen, bitte. Mit oder ohne Katze? Nein, ohne, ich hab schon 2 zu Hause. Alles klar, bis gleich. Was macht der da? Du hust da rein. Sushi-Box? Leg genau dahin und geh. Oh, alles gut. Genau so. Aber sie haben doch gesagt, Corona zum Mitnehmen. Geh, ich will dich gar nicht sehen, leg genau dahin. Ich gönn mir diese Sushi von dieser Shingo. Sina? Wow. Ich
كون نمبر تحصل؟ نمبر 44 ريجو داس كفير فير ريجيس كفير. Leute, kennt ihr meinen Onkel, der feiert so Ferrari-Klamotten richtig und jetzt will er so Ferrari-Schuhe haben. Wenn du doch so siehst du denn Ferrari? Tore droch a Corona thimsi da wein kutschi will endlich den Jasmin zu guz. Chashaf chavaria chassala. Wacht mit mit T-Shirt dabei, anders Sala mit Reserv. Ich hab mir die Schuhe gekauft, Onkel. Sorry, ich hab echt die für Corona doch, sehen die. Ach, kawa, Corona sei toll. Lecker so, ich hab echt die für mich, ich kann mich gelb haben, das. Kleiner Philosoph, du, ne? Ja. Bleibst du auch mal zu Hause in Quarantäne? Corona war da. Vier Kinder. Dann hatte ich das. Zweite Corona. Nein, mit Amra für Corona. Kiff, kiff. Ich hatte das Bedarfsen. Du nicht, Mäckle, du nicht. Nein, marokkanische Frauen sind die besten Frauen, die es gibt. Alle nett. Ja. Alhamdulillah. Staatsanwalt Amas ist nicht mehr so drin. Ui, 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 ui. Weißt du, was ich voll blöd finde jetzt mit Corona und so? Dass man nicht mal nach Mekka gehen kann. Die ganzen Leute, die jetzt nach Mekka pilgern gehen wollen. Mit dem Kentan will Jamarat schittern. Das geht dann, sag ich mal, heikel Kiefke. Schittern die, schittern. Ich liebe das einfach, abends mit meinem Onkel zu sitzen, dann so Lachkicks zu schieben und so seine Sprüche zu genießen. Ist Geld wichtig im Leben? Ja. Man kann doch auch ohne Geld glücklich sein. Ja, probier mal ohne Geld, ich würde sagen. Ich sehe nicht effe. Also hast du vor kein Geld haben mehr Angst als vor Corona? Ja. Mein Onkel hat gerade den echten Corona gefunden. Gerichtsvollzieher. Kein Mauschtetier, ich warte. Echte Corona. Als ich nicht 7 Monate zurückgekommen bin, dann habe ich keine Mauschtetier gemacht. Wow, als würde du. مرة مثني ولا دي إسبانيا دي إيطاليا بورتغال طاس المرة دروس كورونا ني جودة دي أتفتس على مرة يتف نهاية الفرق مرة حاف نخص ديني مغرب هنا تسوه لي سين ميش تسيل مين تعليل من أنا جدش من أنا هل باش أنا سهرش Digga, immer wenn die es macht, die so, Alter, was ist mit der los? So eine undankbare Kachba. Die verjagt doch immer den anderen Kater beim Essen. Dann muss ich nur mal getrennt füttern. Wallah, ich faste den ganzen Tag und ich mach nicht mal so, wenn ich Essen bekomme. Eben weil ich Bismillah sage. Sag kein Bismillah, diese kleine Hexe. Die Ferrari-Schuhe meines Onkels sind angekommen. Aber der ist jetzt gerade nicht mehr hier. Deswegen muss ich die jetzt bis nach Belgien schicken. Ich glaube, dass die Schuhe sogar gefälscht sind. Aber egal, dann ist der halt mit den Schuhen nur halb so schnell beim Gebet. Nicht so wie ich, da manchmal gar nicht betet. Ist drauf. Oh. Oh.